Darf ich vorstellen? Capricorn von Max Ernst. Capricorn heißt übersetzt Steinbock, aber für mich ist diese Arbeit vielmehr eine Landschaft. Hier können wir ganz, ganz viele unterschiedliche Formen entdecken. Und das spielt auf das Verfahren an. Max Ernst hat ein ganz interessantes, spezielles, sehr surrealistisches Verfahren angewendet bei all seinen Plastiken, die er erstellt hat. Das heißt, er hat seine Plastiken, seine Modelle aus Alltagsgegenständen hergestellt. Alles, was er in seiner Umgebung gefunden hat, was er interessant fand, vor allem in der Natur, hat er genommen und dann zusammengesetzt. Und daraus sind dann seine Fantasieformen entstanden. Zum Beispiel beginne ich beim Capricorn mal mit dem Zepter, das Sie dort auf der linken Seite sehen. Dieses Zepter besteht aus 6 übereinander gestellten Milchglasflaschen. Können Sie das erkennen? Oder die weiblich anmutende Figur auf der rechten Seite. Schauen Sie sich den Oberkörper an. Dieser Oberkörper besteht aus einem Musikinstrument, ein Violoncello. Ein Violoncello oder auch eine Gitarre ist ein ganz beliebtes Motiv, auch in der Moderne, um den weiblichen Körper zu präsentieren. Und so können Sie überall kleine Formen erkennen, die Ihnen aus Ihrem Alltag bekannt sind. Das ist hier der surrealistische Punkt, denn Max Ernst nimmt Dinge, die wir alle ganz klar benennen können, mit ihren Bedeutungen, mit ihren Namen. Als Beispiel ein Stuhl. Ein Stuhl heißt Stuhl. Wir sehen den Stuhl und wir wissen, auf diesen Stuhl setzen wir uns. Dafür ist er gedacht. Wenn ich aber hingehe und ich nehme die Stuhlbeine und mache aus den Stuhlbeinen Arme für meine Figur, ist plötzlich aus dem Stuhl etwas Körperliches geworden. Das heißt, die Dinge, die Max Ernst hier benutzt, die werden dekontextualisiert. Sie bekommen einen neuen Zusammenhang, sie bilden eine neue Wahrnehmung. Und das ist, was die Surrealisten und vor allem Max Ernst uns sagen möchte. Wir sollen die Welt mit ganz neuen Augen entdecken, immer wieder, die ganze Zeit. Und das ist besonders in dieser Zeit sehr schön, sich zu merken und auch wirklich anzuwenden. Sie werden immer wieder die Welt neu sehen können. Ich möchte Ihnen das Werk in seinen wichtigsten Bestandteilen vorstellen. Und zwar ist diese Arbeit von Max Ernst in den 1940er Jahren produziert worden, als er mit seiner 4. und letzten Ehefrau Dorothea Tanning in Sedona, Arizona gelebt hat. Um auf die Figuren zu kommen, was erkennen wir hier eigentlich? Ist es ein Familienbild? Zu unserer Linken sehen wir so eine stierartige Figur, die wie ein König thront. Und auf der rechten Seite die weiblich anmutende Figur. Vielleicht seine Frau, die Königin? Hält er noch ein Kind in der Hand? Vielleicht ein Haustier, was zur Familie gehört? Wir wissen es nicht. Das, was Max Ernst hier wirklich macht, ist, dass er auch Familie hinterfragt. Was ist das Familienbild? Darum geht es nicht nur im Capricorn, sondern grundsätzlich in den Werken von Max Ernst, immer wieder Fragen zu stellen.